Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Inken und in diesem Video zeige ich euch so ein bisschen, was ich am Wochenende gemacht habe. Ich war nämlich in Hamburg und war dort unter anderem auch in einem Secondhand-Shop. Ich war dieses Wochenende in Hamburg, hauptsächlich eigentlich, weil meine Schwester eine Ausstellung eröffnet hat. Und zwar hat sie die selbst organisiert mit mehreren Künstlerinnen und ja, dann hat eine Vernissage stattgefunden. Also wer es nicht weiß, eine Vernissage ist eben die Eröffnung von einer Ausstellung und da war ich dann auch am Freitag. Genau, es haben eben fünf Künstlerinnen ausgestellt, unter anderem eben auch meine Schwester und die Bilder gehen alle so in die abstrakte Richtung und waren aber alle sehr farbenfroh, also obwohl sie sehr unterschiedlich waren. War es irgendwie richtig gut, mal für die Seele wieder so ein bisschen, ja, Farbe ins Leben zu bringen, sage ich mal. Und es war eben auch relativ viel los, war eine kleine Veranstaltung von Leuten, die sich eben die Galerie angeguckt haben. Ich finde gerade so zu der Zeit jetzt merkt man, wie, ja, einem sowas gefehlt hat und wie schön es ist, wenn wieder Menschen zusammenkommen und man zusammen irgendwie was feiert oder einfach nur zusammen Zeit verbringt, ein bisschen redet. Vielleicht auch mit Menschen, die man lange nicht gesehen hat oder die man noch gar nicht so gut kennt. Ich finde, das tut irgendwie einfach so richtig gut. Ja, also das war eben der Anlass, warum ich überhaupt nach Hamburg gefahren bin. Und dann, als ich da war, dachte ich, okay, wenn ich schon mal in der Stadt bin, dann gucke ich mich auch nochmal so ein bisschen um und war dann eben in einem Secondhand-Shop. Ich habe ja mal ein Video gemacht, da habe ich eine Woche lang nur gebrauchte Sachen gekauft. Das kann ich euch auch mal da oben verlinken, falls ihr das noch nicht kennt. Und genau, da habe ich eben festgestellt, dass man eigentlich ziemlich viel gebraucht kaufen kann, dass man gar nicht immer alles unbedingt neu kaufen muss. Und gerade so beim Thema Klamotten gibt es ja auch so viele Webseiten, wie zum Beispiel Vinted, also damals Kleiderkreise, wo ich dann auch letzten Endes bestellt habe. Und das hat mich dann eben auch so generell mal dazu gebracht, ja, zu hinterfragen, wie das jetzt auch gerade so mit Klamotten ist, weil ich persönlich kaufe halt auch gerne mal Klamotten, einfach weil sie mir gut gefallen und ja, kaufe jetzt nicht immer nur Klamotten, wenn etwas kaputt ist, sondern kaufe eben auch gerne einfach mal so ein schönes Stück. Und wenn man dann eben mal so ein bisschen drüber nachdenkt, unter welchen Bedingungen meistens Klamotten hergestellt werden, dass es einfach viel zu viele Klamotten gibt, die man dann irgendwann wieder loswerden will, die dann irgendwo, ja, entweder verbrannt, weggeschmissen werden oder in irgendwelche armen Länder verschifft werden und da die Wirtschaft kaputt machen. Ja, hat mich das eben dazu so ein bisschen gebracht, das alles mal so zu hinterfragen. Und deswegen fand ich es eben ganz cool, einfach auch mal zu gucken, was man gebraucht zu finden kann. Ja, dann dachte ich eben, online bestellen ist zwar auch cool, aber ich würde es auch einfach gerne mal in so einen großen Second-Hand-Shop gehen. Klar, in Kiel gibt es das hier auch, aber in Hamburg gibt es einfach nochmal eine größere Auswahl. Und ich war da jetzt in einem Shop, wo man die Sachen wiegen musste. Also die hatten dann verschiedene Etiketten in verschiedenen Farben. Und daraus hat sich dann der Kilopreis ergeben. Und dann hat man, genau, nicht für ein Stück so und so viel Geld bezahlt, sondern hat es halt gewogen und geguckt, so viel würde es jetzt quasi kosten. Also so ein bisschen wie in der Gemüseabteilung. Eigentlich ein ganz lustiges Prinzip. Allerdings muss ich auch sagen, der Shop, wo ich jetzt war, war eher ein bisschen teurer. Das stand auch in den Rezensionen, wo man ja eigentlich davon ausgeht, dass Secondhand-Klamotten eher günstig sein müssten. War das jetzt schon so, dass man sagt, okay, also man kann da auch schon ordentlich Geld auf den Tisch legen. In dem Shop war es so, dass alles nach Farben sortiert war. Also es war jetzt nicht Rubrik Hosen und Röcke und Tops, sondern es war halt eben alles in Rot, alles in Blau, alles in gemustert. Das war immer so sortiert und deswegen war es für mich jetzt auch ein bisschen anstrengend, sich da durchzuwühlen, weil ich persönlich bin halt gar nicht so eine Person, die ja, so gerne durch die ganzen Sachen wühlt, weil ich bin immer voll schnell reizüberflutet. Und dann finde ich es ehrlich gesagt immer so ein bisschen anstrengend. Ich war nämlich eigentlich auf der Suche nach einem Rock, wo ich dachte, okay, klar, einen Rock könnte ich mir auch neu kaufen, aber gerade so mit einem coolen Muster vielleicht oder einer coolen Farbe kann man ja auch mal Glück haben in einem Secondhand-Shop, weil da gibt es ja auch meistens so ein bisschen ausgefallenere Sachen. Und dann hat es aber auch echt ein bisschen gedauert, bis ich fündig geworden bin, weil es eben alles, ja, so viel war und man sich da echt ein bisschen durchstöbern müsste. Ich finde, das hat auch immer so ein bisschen was von Theater, weil so von den Requisiten her, manche Sachen sind halt schon super alt. Ich habe jetzt letzten Endes diesen Rock hier gefunden, in Rot mit so einem Blumenmuster, auch so ein bisschen länger. Ich werde ihn gleich nochmal anziehen, dann werdet ihr ihn nochmal angezogen sehen. Ich finde, er ist halt super besonders, also einfach durch das Muster. Ich habe den jetzt mal mit einem weißen Top kombiniert und ein bisschen höheren Sandalen, weil ich mir auch irgendwie gut vorstellen kann, dass man den mal ganz schön auf einem Event anziehen kann, gerade im Sommer. Ich finde, das ist einfach so ein Hingucker, vielleicht auch noch mit rotem Lippenstift an den Kombinationen. Tatsächlich steht da jetzt auch gar keine Marke drin, also weiß ich auch gar nicht, woher der Rock jetzt eigentlich ist. Aber ich finde ihn halt eben, wie gesagt, ganz süß. Der hat jetzt um und bei 20 Euro gekostet. Das finde ich jetzt vom Preis okay. Aber dafür, dass es eben Secondhand ist, also der ist auch noch gut erhalten, aber trotzdem denkt man so, okay, hätte ich vielleicht auch noch gedacht, dass es ein bisschen günstiger sein würde. Aber ja, finde ich auf jeden Fall okay. Generell würde ich sagen, ist Secondhand auf jeden Fall eine coole Sache. Man muss halt einfach Glück haben und man muss es eben auch was, also mögen, sich durch die Sachen zu stöbern, weil halt nicht wie in einem normalen Laden, sage ich mal, alles super sortiert ist und man sofort alles in allen Größen findet. Das sind halt meistens Einzelstücke. Und ja, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Mich würde mal super interessieren, wie ihr das so macht. Also habt ihr auch ein bisschen diesen inneren Konflikt, wo soll ich meine Sachen kaufen?
Oder ist das jetzt irgendwie nur bei mir so? Schreibt es mir gerne mal und vielleicht auch, ob ihr gerne Secondhand-Shopping macht und wenn ja, wo ihr am liebsten hingeht. Außerdem ist mir auch in letzter Zeit wieder aufgefallen, dass das Getränk Bubble Tea wieder ziemlich gehypt wird. Also ich erinnere mich noch daran, irgendwie damals, keine Ahnung, was war das vor 10 Jahren, so mit 15, 16, wenn man in der Stadt war, dass da überall diese Bubble Tea Shops aufgemacht haben und man das dann auch mal probiert hat. Ich persönlich fand das jetzt damals irgendwie nicht so gut, also ich habe da jetzt nicht so gute Erinnerungen dran gehabt. Aber dann war es komplett weg vom Fenster. Und letztens, als ich in der Stadt war, habe ich dann auch gesehen, dass super viele Leute wieder mit Bubble Tea rumlaufen. Und dann habe ich mich auch gefragt, so, ist das jetzt irgendwie wieder so ein neuer Trend? Ist es wieder zurück? Grund dafür war tatsächlich, dass damals, als der Bubble Tea das erste Mal hier aufgekommen ist, dass Wissenschaftler von der RWTH Aachen festgestellt haben sollen, dass Bubble Tea krebserregend ist. Und das hat sich dann wie Lauffeuer einfach verbreitet und alle Bubble Tea Läden gefühlt mussten wieder schließen und keiner hat mehr Bubble Tea getrunken, weil einfach das Gerücht so hartnäckig war, dass Bubble Tea schlecht ist, dass es keiner mehr kaufen wollte. Jetzt, 10 Jahre später, hat Bubble Tea allerdings ein Comeback hier in Deutschland. Letzten Endes ist auch klar, dass diese Studien gar nicht richtig belegt waren. Also es wurde nie festgestellt, dass diese Kügelchen wirklich schlecht sind. Und jetzt, wo ein bisschen Zeit vergangen ist, ist dieser Tee eben wieder super gehypt. Und dann dachte ich mir, ich will das auch mal wieder probieren. Ich habe mich da beraten lassen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich jetzt kaufen soll. Und da wird letzten Endes ein Tee genommen, der mit Hafermilch und Matcha war. Und unten waren eben diese Kügelchen drin. Und diese Kügelchen bestehen aus Stärke und die ist pflanzlich. Ich fand persönlich den Drink ganz lecker. Also man hat ja dann diesen dicken Strohhalm und trinkt dann eben das Getränk und kriegt dann immer diese Kügelchen mit hoch. Bei mir waren diese Kügelchen aber eher so ein bisschen härter, das hat er auch vorher gesagt, weil die das so ein bisschen abgewandelt haben irgendwie in dem Shop. Und das war einfach so, als würde man Gummibärchen essen. Mit diesen Kügelchen hatte ich dann irgendwann genug, weil die halt sehr süß sind. Also es ist halt echt wie ein bisschen weichere Gummibärchen, man hat schon so ein bisschen was zu kauen. Die sind jetzt bei mir nicht direkt im Mund geplatzt. Ich glaube, die gibt es aber auch. Es gibt da eben so verschiedene Sorten. Also ich muss sagen, ich finde es schon lecker, aber ich würde es mir jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Es sieht halt cool aus. Und ich habe jetzt insgesamt 7 Euro bezahlt. Also es ist jetzt auch nicht gerade so ein günstiger Spaß. Ich würde es halt eben nicht 100%ig als Getränk sehen, sondern schon als Snack. Man muss schon so ein bisschen Hunger haben, auch was Süßes, damit man halt diese ganzen Bubbles dann auch essen will oder essen kann. Also als Fazit würde ich sagen, ich bin froh, dass ich es nochmal probiert habe nach all den Jahren, weil ich fand es eigentlich ganz lecker, auch wenn es mir dann irgendwann ein bisschen zu viel war, weil es mir zu süß war. Ich würde es theoretisch auch nochmal probieren in einer anderen Sorte, vielleicht mit diesen weicheren Kügelchen, die es ja anscheinend auch noch gibt. Aber es war jetzt nicht so lecker, dass ich denke, wow, ich muss mir jetzt wieder so ein Bubble Tea holen. Schmeckt richtig gut. Lasst mich da auch gerne wissen, ob ihr Bubble Tea schon mal probiert habt und wie ihr das Ganze findet. Und mit dieser Bubble Tea Experience würde ich das Video jetzt auch mal beenden. Es war jetzt vielleicht mal ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dass ich euch ein paar Einblicke gegeben habe. Und genau, lasst mich gerne eure Meinung wissen in den Kommentaren zu Secondhand-Shopping, Bubble Tea und so weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Abo da und ein Like, wenn ihr mögt. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.